Bei mir ist jetzt der Mann, der hauptverantwortlich dafür ist, dass wir diesen Abend hier erst erleben dürfen. Eine Nacht für Kinder. Er ist nämlich der Gründer und Präsident von Mein Lichtblick e.V., Klaus-Jürgen Orth. Einen schönen guten Abend. Wie oft wachen Sie morgens denn eigentlich auf und denken, Mensch, dass ich diesen Verein gegründet habe, war in der Tat eine der besten Entscheidungen meines Lebens? Das begleitet mich eigentlich tagtäglich. Und seit 5 Jahren sind wir jetzt hier im Rhein-Main-Gebiet, in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main, am Wirken. Und insofern hat man jeden Tag mit dem Thema zu tun. Und das macht mich natürlich auch stolz, dass wir hier so aktiv sein dürfen und auch die Unterstützung immer wieder neu finden. Viele Menschen, die heute hier sind bei Eine Nacht für Kinder, wissen, was sich hinter Mein Lichtblick verbirgt. Viele Menschen draußen, aber eben noch nicht. Können wir es noch mal ein bisschen zusammenfassen? Gerne. Mein Lichtblick kümmert sich um Kinder, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, weil sie geistig behindert sind, weil sie körperlich behindert sind, weil sie vielleicht traumatische Erlebnisse hatten und im schlimmsten Fall sogar sterbenskrank sind. Und da haben wir festgestellt, es geht nicht nur um Herzenswünsche, um Glücksmomente zu erfüllen oder zu verwirklichen. Es geht auch darum, therapeutisch zu helfen. Da, wo Krankenkassen, wo der Staat oder die Kommune aussteigt, steigen wir ein. Es zeigt sich auch in einer reichen Region wie die Rhein-Main-Region, dass da ganz viel Bedarf da ist und dass wir da ganz viele, viele gute Sachen machen. Vor 5 Jahren gegründet, im Jahr 2013. So ein Abend ist ja auch immer eine gute Gelegenheit, mal Bilanz zu ziehen. Wie sehr hat sich die Idee von Mein Lichtblick bis zum heutigen Tage verwirklichen lassen? Wo wir angefangen haben, waren wir sehr unbekannt. Natürlich, klar, das ist immer das Thema. Insofern war natürlich eine wichtige Aufgabe, Bekanntheitsgrad zu schaffen. Und da hilft natürlich die Community hier in Frankfurt im Rhein-Main-Gebiet sehr. Und solche Veranstaltungen wie Eine Nacht für Kinder, die wir jetzt zum 3. Mal machen, helfen natürlich da auch Öffentlichkeit zu erzeugen und da einfach breiter aufgestellt zu sein oder aufgestellt zu werden, weil wir müssen bekannter werden. Nur wenn wir bekannt sind, trauen sich auch die Eltern an uns heran, die Wünsche zu formulieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind wir natürlich auf Spendengelder angewiesen. Dafür machen wir die ganze Geschichte, um diese Wünsche zu erfüllen. Insofern haben wir diese Doppelfunktion, die wir immer wieder weiter vorantreiben müssen. Und da haben wir, glaube ich, ganz schöne Arbeit geleistet. Aber da müssen wir weiter dranbleiben und weitermachen. Und das ist auch dann die Aufgabe für die nächsten 5 Jahre. Wenn wir nochmal konkret zu diesem Abend kommen, was ist das Besondere an Eine Nacht für Kinder? Das Besondere, sagt natürlich die Headline schon, die Nacht ist für Kinder. Wir wollen Spenden sammeln, wir wollen die Leute, die Menschen, die heute Abend da sind, motivieren, uns zu unterstützen auf der einen Seite. Diesen Bekanntheitsgrad habe ich erwähnt. Und dann wollen wir natürlich auch einen schönen Abend haben. Wir wollen uns unterhalten, wir wollen auf Neudeutsch Networking betreiben, um einfach diese Idee voranzutreiben und dann auch die Medien dazu bekommen, dass sie uns dann auch medial unterstützen. Insofern brauchen wir auch diese Veranstaltung, das ist unser Highlight einmal im Jahr. Und da sind wir auch stolz, dass die Commerzbank immer die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Und das ist ja inzwischen ja schon fast Tradition, das 3. Mal hier sein zu dürfen. Und es ist ein ganz besondere Location, weil in der 50. Etage in Frankfurt, eines der höchsten Bürogebäude in Europa, zeigt natürlich nochmal so eine Einzigartigkeit, die dann auch das Thema Mein Lichtblick umgibt. Und das überträgt sich ja auch. Wir sind hier in einem Hochhaus und haben natürlich viele Lichtblicke hier auch von oben dann zu realisieren. Toll, dass es Mein Lichtblick gibt und Sie die Idee verwirklicht haben. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.